So, willkommen zurück zur Layers of Fear und zwar Kapitel Grundierung. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Okay. Schauen wir mal hier in die Fächer. Oh, da ist bei deiner Schöne. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und wie gesagt, sobald Layers of Fear die Erweiterung rauskommt, halte ich euch auf den heute auf den neuesten Stand, weil er ja heute kommt. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie das heute wird, ey. Natürlich wollen wir hier natürlich alles aufmachen, was zu aufmachen gibt's. Also Dokumente liegen wir erstmal nicht. Okay. War mal ein Klavier. Und wie gesagt, die Webcam ist jetzt so eingestellt, dass der Autofokus aus ist. Das heißt, das Bild bleibt immer klar. So, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Hier liegen auch weiter keine Dokumente. Vielleicht hier, da. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist. Hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung, er tötet den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut tun. Gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken. Von nun, du weißt schon von allem anderen. Meine Güte. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Geld will. So. So, Klavier versperrt uns da den Weg. Also müssen wir höchstwahrscheinlich hier lang. Belastend. Wow. Boah. Alter. Boah. Bitch, Alter. Kreative Blockade, na, ist ja schön. Ganz langsam. Alter.
Boah, was? Juni, vergisst nicht. Toll, schöner Hinweis. Alter, das ist ja nicht mehr normal. Fett, Junge, Alter. Hey, aufmachen. 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch Schlimmeres als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Aha. Nein. Dann mal hier. Okay, kein Brief. Okay, muss jetzt mal gucken, ob vielleicht ist ja hier auch noch eine Tür. Blinde Narren, Idioten, Ignoranten. So that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Macht it, macht it. Alter, ist ja alles voll geschmiert hier, Alter. Hier mal weiter. Ja, war klar. Ja, das Bild kennen wir schon. Auch nicht zum Lesen, schade. Und kann man das hier anmachen? Okay, hier ist weiter nichts. An wie ein Telefon. Alter, was ist denn hier Phase?
Aber was? Wo ist denn nicht, Alter? Ist ja krank, Alter. Yes, speaker. Yes, speaker. What? What? What fire? Fire. Oh, God. God. Is she? She. Which hospital? Which hospital? I'm on my way. Krankenhausfeuer? Ich dachte, das wäre der Kaufhaus. Zwischen eine Tür. Aha. Ruheloses an, ruhelose Andenken. Oh, schön, ich liebe dieses Geräusch. Alter, die Tür ist da oben, ey. Flatternde Schrecken. Seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten. Oh Mann, ey. Ihr habt alle Probleme, Alter. Kranke Erinnerung, ja. So ein Puff hier. Sehr schön. Ist ja wie Outlast, ey. Nur ein Tick härter. Das auch nicht weiter. Außer eine beschissene Gabel. Fällt mir überhaupt gar nicht. Alter, wie krank ist denn das, Alter? Fett, ey. Hoffnung tötet den Geist. Geh jetzt hier rein, Alter. Wiedersehen, Alter. Einmal Stockwerk, ja, keine Ahnung, 75. Nein. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Schöner Text. Und das vor der Tür, ey. Oh, was?
scheiß Ratten, ey. Lecker. Lecker Schmecker. Es wird immer besser hier. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss, Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Alter, bleib doch mal an, ey, Scheißlampe, ey. Hardcore. Mal hier irgendwas. Nicht, okay. Oh, Alter, das ist eine scheiß Rumpelkammer. Scheiße zu, ey. Aber hier ist nichts Interessantes. Doch, hier haben wir was. Körperleier. Lahm sich an mir, treibt mich zum Wahn, zu schnell zum Rausschneiden. Oh Mann, ey. Was haben wir? Da ist eine Mauer vor. Auch eine Mauer. Auch eine Mauer. Ich denke mal, hier geht's weiter. Oh Mann, komm klar hier. Ach schön, der Keller, ach ja, wie schön. Ja, zum Glück haben wir Licht. Oh. Ah, der Dröhne fällt mir überhaupt nicht. Baumler Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlicher Hochzuschauen. Alter, ist er. Bah, ja, keimisch. Rattenplage ohne Ende hier, ey. Was, ey, wie sich das hier alt verändert, er ist ja nicht mehr normal. Na komm, nochmal. Verzeihung.
Na, sehr geil, hier schwebt jetzt alles, ey. Alles schwebt außer dem Klavier. Alter. Alter, fett, ey. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Grundierung, Alter, da haben wir das Wort schon. Alter, ist doch hier nicht mehr normal, Alter. Ich geh jetzt hier wieder hoch, ey. So. Licht aus. Tür auf und drin hier. Boah, mein Gott, ey. Ja, jetzt haben wir schon zwei. Naja, es fühlt sich ja so langsam. So, da haben wir jetzt auch schon 7 Bilderchen. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Nicht. Okay. Okay, diesmal liegt hier kein Zettel. Doch, hier unten liegt was. Ich hasse selbst jetzt verloren, alleine hoffnungslos. Du wirst immer ein konkretes Missverständnis beenden ist. Okay, dann werden wir mal zeichnen gleich. Ich benötige ein Gefäß und einen Plastikschlauch. Ich hatte schon mal Benzin angezapft. Ich wusste also, wie es gemacht wird. Ich steckte den Schlauch in eine Vene und fing an zu saugen, bis mein Mund voll Blut war. Dann das andere Ende des Schlauches in das Gefäß und es lief immer weiter. Der Geschmack von Kupfer verfolgte mich die ganze Nacht. Warum hatte ich nicht an eine Spritze gedacht? Ah. Herrlich. So, dann werden wir hier mal zeichnen. Sehr schön, nimmt den Bild langsam die Steigern. Ich musste das Fleisch vom Knochen lösen. Anfangs war ich verloren, wusste nicht wie, doch dann sägte ich es mit einer Handsäge ab. Kochte es, dann kamen die Knochen in einen Mörser. Ich musste einen besorgen. Schließlich das Nix, was ich schon mal gemacht hatte. Zum Schluss gab ich das Mehl in weiße Farbe. Es gab eine hervorragende Grundierung ab. Aha. Also sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde wieder. Also haut da rein, bis dann.